Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Künstlerschau. Heute zeigen wir euch mal, wie das neue Parkhaus am Stadteingang Stuttgarter Straße aussehen wird. Es ist von Lima Architekten aus Stuttgart. Das ist der Preisträger Nummer 1, mit dem wir jetzt in die weitere Verhandlung gehen. Und wir freuen uns über diesen Siegerentwurf. 21 Arbeiten wurden insgesamt eingereicht. 19 waren dann in der Jury. Herzlichen Dank an der Stelle auch nochmal an der Jury. Und da dürfen wir uns auf jeden Fall drauf freuen, weil dieses Parkhaus kann nicht nur parken für Autos und Sonderparken, sondern hat auch einen großen Bereich für Fahrräder. Und Fahrräder sind ja bekanntlich auch ein Stück weit Zukunft. So, dann noch ein paar weitere Infos zu unserer Gemeinderatssitzung. Am Nikolaustag hatten wir Gemeinderatssitzung. Ihr wart vielleicht nicht dabei, deshalb ein paar Infos dazu. Wir haben über die Grundschule Amrichshausen gesprochen. Die muss leider abgerissen werden und es folgt ein Neubau, über den wir dann Anfang des Jahres beraten und dann auch berichten. Und wir haben über das Kinderhaus am Fluss gesprochen, da sprechen wir schon sehr lange drüber und wir haben jetzt den Baubeschluss tatsächlich. Da freuen wir uns drauf. Das ist ein wichtiges Projekt für unsere Stadt. Kinder und Jugend sind unsere Zukunft und da haben wir einige Investitionen in den nächsten Jahren für euch alle parat. Und bleiben wir nochmal kurz beim Stadteingang Stuttgarter Straße oder springen da zurück am 13. Dezember, das heißt also in der nächsten Woche. Ja, nächste Woche haben wir im Sitzungssaal oben bei euch haben wir eine öffentliche Veranstaltung, wo wir darüber informieren, was passiert denn da alles. Nicht nur Infos zum Parkhaus, sondern auch zu den neuen Straßenbeziehungen, auch zum neuen Kreishaus, was entstehen soll ja in Etappen. Dieser Stadteingang wird sich komplett verändern und ihr könnt eure Ideen und Anregungen mit einbringen und dafür ist der 13. Dezember da. Meldet euch also gerne und kommt vorbei und dann wollen wir euch noch darauf hinweisen, dass es am 11. Dezember ein Benefizkonzert, nämlich für die Deutsche Kinderkrebshilfe unserer Jugendmusikschule in der Johanneskirche gibt. Auch hier herzliche Einladung und wir haben noch ein Kindertheaterstück, das tapfere Schneiderlein am 16. Dezember in der Stadthalle. Es gibt Punsch und Waffeln und ein tolles Theaterstück und mit diesen Informationen wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, einen schönen dritten Advent.